Wir machen heute einen kleinen Exkurs zum Thema Anziehung zwischen zwei Menschen. Los geht's! Kennt ihr das? Ihr lernt eine Person kennen und ihr spürt schon im ersten Gespräch so eine magische Anziehung. Und ihr habt das Gefühl, ihr würdet die Person schon viel länger kennen als die wenigen Stunden, die ihr euch gerade unterhaltet. Und ihr denkt euch dann vielleicht, boah, da ist echt was Besonderes zwischen uns, das kann ich gar nicht so richtig erklären. Oder wenn noch ein bisschen mehr Zeit verstrichen ist, oh, ich glaube, ich habe meinen Seelenverwandten oder meine Seelenverwandte gefunden. Aber was spielt da eigentlich eine große Rolle? Da schauen wir heute kurz rein. Und ich nehme mir zur Hilfe mal ein paar Abbildungen dazu. Wissenschaftlich deutet vieles darauf hin, dass es sich bei dem, was wir unter Chemie zwischen zwei Menschen verstehen, letztlich um Vertrautheit handelt. Natürlich spielen sich auch chemische Vorgänge in einem ab, wenn man jemanden kennenlernt, aber hier ist mit Chemie diese Magie gemeint, die man hin und wieder zwischen sich und einem anderen Menschen spürt, ohne dass man diesen schon gut kennt. Menschen sind so designt, dass sie generell etwas bevorzugen, was ihnen vertraut ist, und etwas ablehnen, was ihnen nicht vertraut ist. Und das wiederum hat unter anderem mit einem wichtigen psychischen Grundbedürfnis zu tun, dem Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle. Das, was mir vertraut vorkommt, damit fühle ich mich sicher und davon werde ich eher angezogen. Vertraut sein heißt aber nicht zwangsläufig gut sein. Wir heben das jetzt mal auf die Ebene von Beziehungen und Bindungen und starten hier am Anfang, dem Aufwachsen. Das kann jetzt nur sehr stark verkürzt dargestellt werden, aber es transportiert die Quintessenz. Schauen wir uns jetzt mal zwei unterschiedliche Beispiele von Aufwachsen an. Da haben wir im ersten Fall ein Kleinkind, das in einem Bezugssystem aufwächst, in dem emotional verfügbare, wertschätzende und feinfühlig reagierende Eltern vorhanden sind. Die sind für das Kind verlässlich und die spiegeln das Kind auch angemessen. Das Kind lernt hier beispielsweise, ich bin wichtig, ich werde gesehen. Ich werde geschätzt und geliebt, wie ich bin. In der Folge werden sich in diesem Kind und im Laufe seiner Entwicklung Bindungsmuster bilden, die als sichere Bindung zu den Bezugspersonen bezeichnet werden. Es werden also sichere Bindungsmuster angelegt, die für das Kind dann vertraut sind. Die hat es kennengelernt. Und mit diesen Bindungsmustern geht das Kind dann in die soziale Welt hinaus, in Kindergarten, Schule und so weiter und macht dann weiterführende Erfahrungen. Die Muster werden noch ergänzt und verfeinert. Das Kind wird mit der angelegten Schablone für Beziehungen und dem eigenen Selbstverständnis darin dann eher Personen aufsuchen und sich mit diesen wohlfühlen, die diese Bindungsmuster aktivieren. Denn das ist das, was dem Kind vertraut ist und mit dem es sich sicher fühlt. Im Erwachsenenalter gilt das Gleiche. Das heißt, das nun erwachsene Kind wird sich in der Regel auch eher von PartnerInnen angezogen fühlen, die diese Bindungsmuster aktivieren. Im zweiten Fall ist das Kleinkind von einem nicht verlässlichen Bezugssystem umgeben, mit beispielsweise emotional nicht verfügbaren Eltern. Also Eltern, die vielleicht egozentrisch sind oder viel mit sich beschäftigt, kaum Augen für das Kind und seine Bedürfnisse haben und auch eher genervt oder ablehnend auf diese reagieren. Eltern also, die wenig bis gar nicht feinfühlig sind, das Kind nicht angemessen spiegeln und daher nicht verlässlich sind. Vielleicht sind es auch noch strafende Eltern, wo Strafen überzogen und willkürlich sind. Das Kind lernt beispielsweise hier, ich werde nicht gesehen, ich bin nicht wichtig. An anderer Stelle habe ich erwähnt, dass Kinder dann automatisch anfangen, sich selbst psychisch zu verdrehen. Das ist kein willkürlicher Akt, das ist nichts, wozu sich das Kind entscheiden kann. Das übernimmt die Psyche zum Schutz allein. Sie geben sich beispielsweise die Schuld am Verhalten ihrer Eltern. Oft wird das aber auch so vermittelt, also beides. Und diese Schuldübernahme, das dient unter anderem der Erfüllung der Grundbedürfnisse nach Bindung und auch nach Kontrolle und Sicherheit. Es schützt das Kind auch vor den unangenehmen Gefühlen, die es mit sich bringt, in einer entsprechenden Umgebung aufzuwachsen. Wenn ein Kind denkt, ich bin schuld oder ich bin schlecht, weil es meint und ihm auch oft vermittelt wird, es läge an ihm, dass die Eltern so reagieren, dann haben viele Kinder auch schon eine Idee, wie sie in Häkchen bessere Kinder werden und die übernommene vermeintliche Schuld abarbeiten können. Eine mögliche Form wäre, das Kind wird vieles tun und sich schier abarbeiten, um die Liebe und Aufmerksamkeit seiner Eltern zu gewinnen. Beispielsweise versuchen, alles richtig zu machen. Versuchen, den Eltern permanent zu gefallen. Auch zu schauen, was brauchen meine Eltern, wie kann ich die unterstützen
Und es wird versuchen, vieles dafür zu tun, dass die Eltern nicht sauer werden. Zum Beispiel schauen, wie ist die Stimmung zu Hause, wie kann ich diese verbessern und so weiter. Hier legen sich im Kind und in der weiteren Entwicklung unsichere Bindungsmuster an, die mitunter auch Traumabonds sein können. Und mit diesen Bindungsmustern geht dann dieses Kind in die soziale Welt hinaus, in den Kindergarten, in die Schule und so weiter, und macht dann weiterführende Erfahrungen. Es wird mit dieser angelegten Schablone eher Erfahrungsräume aufsuchen, die diese unsicheren Bindungsmuster aktivieren und sich mit diesen paradoxerweise sicher und wohl fühlen. Denn das ist das, was dem Kind vertraut ist und was es kennengelernt hat. Im Erwachsenenalter gilt dann das Gleiche. Das heißt, das nun erwachsene Kind wird sich in der Regel auch eher von PartnerInnen angezogen fühlen, die diese Bindungsmuster aktivieren. Tragischerweise passiert übrigens häufig Folgendes. Treffen Personen, die diese ungesunden Bindungsmuster gewohnt sind, denen diese Muster also vertraut sind, mal auf Menschen, die gut und angemessen mit ihnen umgehen, sie als Person meinen, sie als Person wertschätzen und entsprechend behandeln, dann stellen diese häufig fest, dass sich da zunächst keine Beziehungsgefühle einstellen. Und das liegt dann oft daran, dass sie das nicht gewohnt sind, angemessen behandelt zu werden, dass sie es nicht gewohnt sind, sich für Liebe und Aufmerksamkeit nicht abarbeiten zu müssen. Dass es nicht vertraut für sie ist, sich nicht verstellen zu müssen, um gesehen zu werden. Sie misstrauen den neuen Erfahrungen mitunter, weil sie eben ungewohnt sind und sie nicht mit sich in Einklang bringen können. Denn wie wir hier in dem Bild nochmal sehen, das, was mir vertraut ist, damit fühle ich mich sicher und davon fühle ich mich auch eher angezogen. Die so erlernten Bindungsmuster sind letztlich wie Autopiloten. Da spult sich alles zunächst unbewusst und automatisch ab. Und das trifft eben auch zu, wenn wir auf Personen treffen, mit denen schnell so eine tiefe Verbindung da ist, obwohl wir diese Person noch gar nicht so lange kennen. Diese Verbindung, diese Vertrautheit, die dann letztlich Anziehung ist, ist erstmal eine Aktivierung der eigenen Bindungsmuster. Diese Bindungsmuster kann man sich aber ein Stück weit vergegenwärtigen, das heißt, sie sich etwas bewusster machen. Wenn ihr beispielsweise immer wieder die Erfahrung macht, dass ihr bestimmte Dinge in verschiedenen Beziehungen wiederholt, dann könntet ihr euch vielleicht mal fragen, kenne ich diese sich wiederholenden Muster schon woanders her? Zum Beispiel, indem man sich fragt, wie war und ist eigentlich mein Verhältnis zu meinen engen Bezugspersonen? Gab es da Besonderheiten, die ich in meinen aktuellen Beziehungen wiederfinde? Personen, die zum Beispiel irgendwann feststellen, dass sie immer wieder in Beziehungen mit Menschen landen, die narzisstische Anteile haben, haben häufig einen Elternteil gehabt, der auch narzisstische Anteile hatte. Bei ganz viel Pech waren sogar beide Elternteile narzisstisch. Wenn man nun feststellt, dass man immer wieder die gleichen oder ähnliche Erfahrungen in unterschiedlichen Beziehungen macht, seien es platonische oder romantische Beziehungen, kann es wichtig sein, da mal in die Tiefe zu gehen und hinzugucken. Da können einfach bestimmte alte und gelernte Bindungsmuster eine große Rolle spielen. Ja? Also Bindungsmuster, die euch dann vertraut sind. Alte Bindungsmuster sind kein zementiertes Schicksal, auch wenn wir diese ein Leben lang mit uns tragen. Es können immer auch korrigierende Erfahrungen gemacht werden, die diese Muster ein Stück weit modifizieren können. Aber das ist in der Regel nur möglich, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Ich führe euch in der Infobox mal ein Buch von der Psychologin und Buchautorin Stefanie Stahl auf, die mit ihrem Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« dieses Thema und noch viele andere ein Stück weit aufgreift. Dieses Buch kann so eine Hilfe oder ein Einstieg sein, sich mit sich selber mal so ein bisschen zu befassen. Für manche Leute kann es sehr hilfreich sein, dieses Thema mit therapeutischer Begleitung aufzuarbeiten. Und das möchte ich insbesondere den Personen empfehlen, die wirklich sehr schwere und schlimme Erfahrungen in ihren Beziehungen bisher gesammelt haben. So, das war jetzt mal ein Kurzgalopp durch einen Zweig der Bindungstheorie und dem Gefühl der Chemie oder der Magie zwischen zwei Menschen. Falls ihr noch Fragen dazu habt, gern unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.